Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und wir begeben uns jetzt mal unter die Erde. Ich mache das jetzt erneut, da ich beim ersten Durchlauf vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Ja, passiert dem Besten. Aber ich muss eh noch mal rein. Und so weit war ich auch noch nicht, weil ich gestorben bin und meine Münzen wieder haben will. Wir gehen aber außen drum rum, weil ich habe hier schon den ganzen Innenhof gerade eben freigekämpft. So, damit wir nicht wieder draußen spawnen, setzen wir uns jetzt hier zumindest mal hin. So. Also ich bin hier alles abgelaufen. Da sind so ein paar von diesen Typis. Ein paar Runen, ein paar Schmiedesteine. So. So, dann bin ich hier hochgefahren und dann war da so eine blöde Krabbe und die hat sich gedacht, ach, hier, lecker, lecker, lecker Frühstück und da hat sie mich verspiesen. Da leuchtet es, da liegen meine Punkte. Und ich hoffe, da oben ist irgendwo ein Feuer. So. Jetzt gucken wir mal. Die Kleinen machen in der Regel nichts. Mir wäre es, glaube ich, ganz lieb, wenn ich dich hier erstmal rauslocke. Hallo, Krabbe. Ja, komm mal her. Hallo. Hier kann ich mich meine Münzen holen. Versuchen wir das nochmal hier mit Mrs. Krabby. Oh, das war's schon. Ja, dieser Hieb ist halt wirklich immens. Okay. Krabbeneier. So. Da leuchtet was. Ja, und da ich jetzt so viel mit dieser Waffe hier hantiere, bin ich echt am Überlegen, ob ich umskille und die Arkanenpunkte, ich habe ja mittlerweile 19, dann auf Ausdauer und Leben lieber verteile, beziehungsweise Geschick und Ausdauer. Boah, wie schön das einfach ist. Das ist ein Himmel unter der Erde. Das sind bestimmt lauter Glühwürmchen, die da an der Decke hängen. Da ist ein Feuer, oder? Bitte lass es ein Feuer sein. Leuchtet gar nicht so einladend, wie die sonst immer. Okay. Was ist das? Ich höre Geräusche. Da ist ein blauer Ball. Und die Rehe rennen da rum wie
Oh, viel Schreck, die Hühner. Da ist noch so ein Vieh. Was sind das da für blaue Dinger? Das ist bestimmt irgendeine Magiefalle oder sowas. Was ist das hier? Warum leuchtet der? Oh, der sieht übel aus. Ich weiß, ne, ob ich mich mit dem anlegen will. Ist er noch wieder? Gut. Will ich mal probieren. Der ist recht nah am Feuer. Der Pfeil. Flamme entzünden. Okay, und jetzt? Aber. Was habe ich jetzt hier angestellt, indem ich die Flamme angezündet habe? Oh je. Bestimmt irgendeine Armee gerufen und jetzt kommt und mich schnappt. Da ist so eine Krabbe. Diese blauen Bälle. Und da ist ein Portal in der Mitte. Ich glaube, wir gucken uns erstmal, dass wir die Krabbe loswerden. Da rausrufen. Uiuiui. Also ich nehme mal an, wo sind wir hergekommen? Da. Ich nehme mal an, dass diese Blitzdinger, die sollten wir gar nicht berühren am besten. Was sind das für komische Typis? Oh. So geht das, Mäuschen.
Das zählt auch scheinbar nicht als Dungeon, weil die Flaschen sich wieder auffüllen. Haufen von diesen Dingern gibt es hier. Ja, riesig. Oh. Ist das so eine Blume? Bestimmt ein Gegner da, oder? Ich kann ihn nicht anvisieren. Was ist das? Ein Hirsch? Ja, in der Mitte auf der Insel war so ein Portal, gell? Ah, ich würde schon gerne wissen, was hier so drumherum ist. Da unten leuchtet was. Sehen. Ach du je, was habe ich denn hier ausgelöst? Was ist das? Der ist es. Mai, mai, mai. Scheinbar eine versunkene Stadt, weil das sind ja alles nur so wie so Schatten von ehemaligen Bewohnern oder so. Die Tiere sind noch da. Boah, sieht das geil aus.
Meine Fresse. Ah, hier kann ich mit dem Sturmwind hoch oder beziehungsweise runter hüpfen. Um da hochzukommen. Wahrscheinlich ist hier prinzipiell gar nichts, man muss einfach nur in das Tor in der Mitte. Aber. Es ist einfach. Es ist halt auch wild, da ist schon wieder so eine Blume. Überall irgendwas, wo du dann doch hinlaufen willst. Oh. Er hat noch mehr gerufen, oder? Klang so. Da. Drei Stück. Was ist das für ein Riesenpfeil? Bewegt mich einfach mal nicht. Vielleicht drehen sie sich irgendwann wieder um. Hier ist nichts. Geht weg. Stehen der Stecke steif. Denken gar nicht dran, irgendwas zu ändern an ihrer Position. Sind halt echt viele, ne? Und dieser blöde Bogenschütze. Das nimmt den ersten Schlag weg und lädt eine Zeit lang. Lebensbalken auf. Nein, 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 Scheiße, 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 nein. Mist, die Kack. Den hätte ich zuerst machen müssen.
Geh weg. Ich muss doch hier irgendwo. Mich hinsetzen können. Hui. Okay, man muss offenbar diese Feuer anzünden. So, weiter geht's. Ich würde mir gerne das da in der Mitte mal angucken. Was ist das? Können wir die auch backstabben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, Krabbe ist sauer, oder? Ja. Toll. Eine Scheibe Fleisch. Jo. Keine Kriege? Okay. Das ist ein Händler. Okay. Was du denn hier mitten in irgendwo? Oh, a customer. Goodbye. Till next time. Wie bist du denn hier gelandet, mein Lieber? Hervorragend.
Wie bist du hier gelandet? Wie kommt man denn hier wieder weg? Ohne sich da hineinzustürzen. Das ist echt ein Händler. Wie verrückt ist das denn? Und hier unten ist so eine Riesenblume. So. Na, erstmal giftfrei. In meiner anderen ekligen Ecke gelandet. Ach du je. Was hat denn der für ein Problem? Die sind so eklig, die Viecher. Zwei von den großen? Hat er sich gerade geheilt? Nimmt überhaupt keinen Schaden? Jetzt, ich muss vorne ran. Oh, da ist noch einer. Oh. Hä, aber. So ist nicht da. Ekelhaft. So, Wölfchen, dann kommen wir noch ein Stückchen mit. Guck uns jetzt mal dieses Portal an, insofern uns das uns das zulassen. Untersuchen. Ja. Oh oh. Sind wir weiter oben, oder? Oder nicht? Hä? Sind immer noch diese Geister.
Wieso sieht er mich immer? Das ist doch unfair. Das finde ich nicht in Ordnung. Wie kann der mich hier sehen? Hinter einer Felswand. Wo soll denn jetzt hin? Da ist offenbar noch einer. Ist Hund. Wo ist denn der? Ehrlich. Ich hab ihn getroffen. Jetzt kommt er her, oder was? Ja, Mensch. Ich müsste mal aufs Klo. Warum ist da keiner? Wahrscheinlich erscheinen die wieder erst, wenn ich losrenne. Wo sind die jetzt hin? So, ich würde jetzt sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Ich mache mir einen frischen Tee. Und dann gucken wir mal, ob wir es da oben auf diese Empore schaffen. Also dann, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen und bis gleich. Ciao, ciao.